So, zunächst auch von meiner Seite nochmal herzliches Willkommen hier bei uns bei DATEV. Mein Name ist Stefan Pohl und Björn, ich kann dich beruhigen, du bist nicht allein. Ich bin auch Ossi und neben dem noch Social Media Manager bei DATEV, jetzt seit Februar diesen Jahres. Mein Twitter-Name steht auch da, wer sich mehr folgen möchte, kann das gerne tun. Als Titel habe ich mal gewählt, alles Blog oder was, Social Media bei DATEV. Und als Einstieg habe ich mal zwei Bilder mitgebracht, der ein oder andere wird die vielleicht schon kennen. Das sind Straßenschilder bzw. Schilder, die es auch in Unternehmen gibt, die sind aus Amerika. Das rechte Schild ist ein Straßenschild, wo darauf hingewiesen wird, dass doch die Leute, bevor sie ihren Facebook-Status updaten, lieber nach rechts, links und rechts gucken, wenn sie die Straße überqueren. Und das linke ist ein Hinweisschild, das hängt tatsächlich dort in Unternehmen, dass die Leute, wenn im Fall eines Brandes in einem Unternehmen, das Unternehmen erst verlassen, danach darüber twittern. Das ist auch so ein bisschen mein Aufruf an Sie oder an euch. Wir haben links und rechts hier die Notausgänge, also falls tatsächlich im Falle eines Brandes dann erst draußen, dann draußen twittern, das WLAN rechten weichen. Das soll einfach nur mal zeigen, dass tatsächlich das Thema Social Media schon so ein bisschen in der Gesellschaft angekommen ist, natürlich gerade auch im angloamerikanischen Raum, aber eben auch bei uns in Deutschland. Und warum nutzt jetzt DATEV Social Media? Warum hat DATEV mich eingestellt? Das hat natürlich einen Sinn oder soll einen Sinn erfüllen und geht es einmal um das ganze Thema Reichweite. Denn wenn wir uns mit dem Thema Social Media beschäftigen, ist es eben tatsächlich mittlerweile auch einfach ein Reichweitenthema. Wir reden da über Facebook mit 24 Millionen Nutzern in Deutschland und das sind aktive Nutzer und das heißt, dass die mindestens einmal im Monat eben Facebook nutzen. Und wenn wir da mal so ein bisschen weggehen von diesem privaten Bereich, wo man sich vernetzt, ist es beispielsweise eine Plattform wie Xing, wo wir auch aktiv sind, wo es mittlerweile fast 6 Millionen Leuten darum geht, sich in einem professionellen Umfeld miteinander auszutauschen, sich miteinander zu vernetzen mit Kollegen, mit Partnern, mit Kunden. Und auch das ist natürlich was für uns immense Möglichkeiten bietet. Und wenn man mal ganz klassisch weggeht von diesen Social-Media-Plattformen, dann sind es in Deutschland. Deutschland ist ein ganz, ganz klassisches Forenland. Der eine oder andere kennt das Phänomen, Sie haben irgendein Problem mit dem Auto, mit der Waschmaschine, mit dem Fernseher, mit dem Rechner, mit was weiß ich. Dann googeln Sie das Ganze und Sie werden immer in irgendeinem Forum diese Antworten auch finden. Das zeigt einfach ganz extrem, dass in Deutschland Foren sehr, sehr stark genutzt werden. Und der vierte Bereich, wo man das Thema Reichweite ganz gut erkennen kann, ist das Thema Blogs. Wir haben mittlerweile weltweit sind es fast 180 Millionen Blogs, das sind natürlich nicht nur Corporate Blogs, wie es DATEV beispielsweise macht, sondern natürlich auch viele private Blogs zu den unterschiedlichsten Themen. Ob das in irgendwelche Panini-Sammlungen sind oder eben der Fußballverein oder was auch immer. Aber letztendlich zeigt eben das ganze Thema, dass es mittlerweile so eine immense Reichweite hat, dass es natürlich man dort auch seine Zielgruppen erreicht und egal wie klein diese Zielgruppen sind. Beispielsweise eben, wenn man das Thema Facebook sich nimmt, selbst so eine Zielgruppe wie DATEV mit Steuerberatern, Rechtsanwältern und Wirtschaftsprüfern, die finden wir einfach dort mittlerweile und wollen deswegen auch in diesen Plattformen entsprechend aktiv sein. Das nächste Thema ist das Thema Suchmaschinen. Früher war es eben so, da gab es diese gelben Seiten, diese riesigen Klopper halt irgendwie, da habe ich nachgeschaut, wenn ich eine Dienstleistung brauchte oder sowas, macht heute kein Mensch mehr. Also ich nehme die Dinger manchmal noch mit hoch und nach einem Jahr werfe ich sie wieder in den Müll. Mittlerweile suchen die Nutzer in Suchmaschinen nach Dienstleistungen, aber auch nach immer komplizierteren Themen. Und wir haben natürlich darüber die Möglichkeit, wenn wir in Social Media aktiv sind, wenn wir Themen für uns aufgreifen, die für uns wichtig sind, wenn wir Themen oder Inhalte zu Themen publizieren in verschiedenen Kanälen, ob das dann Video ist oder Text ist, auch haben wir eben die Chance, auch in den Suchmaschinen entsprechend gefunden zu werden. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass auch diese Plattformen, in denen DATEV aktiv ist, sehr, sehr gut ranken bei Google. Wenn ihr nachher mal nach Hause geht und euch die Mühe macht, bei Google mal nach DATEV sucht, dann ist es eben so, dass wir auf der ersten Seite direkt 5 Social-Media-Plattformen finden. Das ist dann auch der Wikipedia-Eintrag von DATEV, das ist natürlich der YouTube-Kanal, es ist die Xing-Gruppe, es ist Facebook und es sind die verschiedenen Blogs, die wir haben. Also das unterstreicht letzten Endes, wie relevant dieses Thema auch einfach ist. Der nächste Punkt ist natürlich das Thema Dialog, Interaktion. Es ist immer so, wir wissen auch, unsere Kunden reden über uns. Unsere Kunden reden über uns in der Kneipe mit Freunden, in den Vorstandszimmern, mit ihren Kollegen oder daheim mit der Ehefrau. Das Problem bei all diesen Dialogen, die stattfinden, wir können da nicht mitreden. Die Frau lässt uns nicht rein, die gibt uns nicht den Schlüssel und auch in die Vorstandszimmer kommen wir nicht rein. Das Schöne ist aber im Bereich Social Media, da können wir das tun. Wir können mithören, wir können hören, wer über uns redet, auf welchen Plattformen über uns geredet wird, mit welchen Themen über uns geredet wird. Das ist so der eine Aspekt und wir können uns dann sogar noch entscheiden, mitzureden. Wir können in den Dialog einsteigen, wir können auf Kritik reagieren, wir können auf kritische Internetnutzer zugehen, denen versuchen zu erklären, warum wir Dinge so tun, wie wir sie machen und so eben letzten Endes auch versuchen, das Image letzten Endes, was eigentlich negativ war, dann auch wieder zu drehen. Das ist also eine Chance, die wir nur im Bereich Social Media haben und die es eben vorher ganz klassisch noch überhaupt nicht gab. Ein wichtiges Thema,
Die Ulla hat es vorhin angesprochen, die meisten von euch werden das Logo von DATEV kennen, dieses omnipräsente grüne Logo, hängt an Bahnhöfen, Flughäfen, hier in der Stadt überall. Der eine oder andere kriegt es eben auf seiner Gehaltsabrechnung. Ob das dann so positiv oder negativ konnotiert ist, weiß ich nicht. Aber jeder kennt letzten Endes die Marke und das Logo. Das Problem bei der Sache ist, Menschen haben keine Lust, mit Marken zu sprechen. Menschen haben überhaupt keine Lust, mit irgendeinem grünen Logo zu sprechen und mit dem zu kommunizieren, sondern die wollen einfach mit den Menschen dahinter sprechen. Und da bietet natürlich Social Media ganz gute Möglichkeiten, weil im Bereich Social Media ist es so, es sprechen auch dort immer Menschen. Es sprechen Autoren, es sprechen unsere Vorstände, es sprechen unsere Mitarbeiter, es sprechen unsere Auszubildenden. Und letzten Endes sind es immer die Menschen, die DATEV entsprechend ausmachen. Und das Ganze hat auch noch einen ganz angenehmen Nebeneffekt. Es fällt Menschen viel, viel schwerer, Menschen zu beleidigen, als Marken zu beleidigen. Das ist jetzt bei den Produkten, die wir vertreiben oder wofür stehen, nicht ganz so relevant, weil wir Unternehmen sind, was jetzt nicht ganz so kritikanfällig ist, aber auch uns kann das Ganze passieren, aber es fällt tatsächlich Menschen viel, viel schwerer, auf einer persönlichen Ebene beleidigend zu werden, als dass ich anonym letzten Endes an irgendeine Marke und an irgendein Logo pinkeln kann. Auch das ist letzten Endes eine große Möglichkeit da, zu zeigen, was steckt eigentlich hinter dem grünen Logo. Es sind nämlich genau diese 6.400 Mitarbeiter, die DATEV hat, die DATEV ausmachen, und das können wir da auch entsprechend zeigen. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich das Thema junge Zielgruppen. Wer heute mit dem Bus oder mit der Straßenbahn oder sowas durch die Gegend fährt, der sieht dann natürlich viele, viele Jugendliche auch entsprechend damit fahren, aber die haben kein Buch mehr, die haben keine Tageszeitung mehr, sondern die nutzen Smartphones. Die nutzen Smartphones für ihre alltägliche Kommunikation. Teilweise ist es so, dass die ihre E-Mail-Adressen nur einmal angelegt haben, um sich einen Facebook-Account einzurichten, und dann findet die Kommunikation ausschließlich über Facebook beispielsweise statt. Das ist also tatsächlich ein Phänomen, was man ganz stark beobachten kann. Und dann ist es für uns natürlich wichtig, dass wir auch auf diesen Plattformen entsprechend agieren, dass uns die Kinder oder Jugendliche dann entsprechend auf diesen Plattformen auch finden, dass sie mit uns dann dort auch interagieren können. Und wir merken das auch ganz stark, vor allem auch zunehmend, dass uns Anfragen eben über unsere Facebook-Seite erreichen, wo es darum geht, haben wir noch Praktikumsplätze, haben wir noch Ausbildungsplätze frei, können wir in irgendeiner Form unterstützen, bei einer Semesterarbeit oder bei einer Bachelorarbeit. Also das ist tatsächlich was, wo wir ganz stark merken, dass es zunimmt und wo wir einfach da sein wollen, wo sich auch unsere Zielgruppen entsprechend bewegen. Und das alles führt letzten Endes dazu, dass es so ist, dass im Netz über DATEV gesprochen wird. Und es entsteht eben so ein Bild von DATEV, so ein Stück Ton. Wir haben erstmalig die Möglichkeit, im Bereich Social Media selbst die Hand mit anzulegen. Wir können vielleicht das ein oder andere Stück, was ein bisschen schepp ist, was ein bisschen schief ist, legen wir einfach die Hand mit ein an und machen das Ganze wieder rund. Letzten Endes führt es eben dazu, dass wir ganz aktiv das Bild von DATEV im Netz mitgestalten können. Und was machen wir jetzt ganz konkret? Das ist ein Schaubild, was wir ganz gerne zeigen, weil es auch zeigt, dass das Ganze auch für uns ein Weg war. Also es ist nichts, was auf einen Zeitpunkt X dann plötzlich da war, unsere DATEV-Social-Media-Landschaft, sondern es hat sich ganz, ganz langsam entwickelt. Wir haben angefangen im Jahr 2000 mit einer Newsgroup direkt auf unserer Corporate-Website, wo sich eben unsere Mitglieder, also die Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, miteinander austauschen können, Problemstellungen gemeinsam lösen können, auch tatsächlich auf DATEV-Mitarbeiter zugehen können. Und im letzten Jahr hatte die Newsgroup ungefähr 1,4 Millionen Aufrufe. Ich denke, das ist eine ganz relevante und hohe Zahl. Und so hat sich das Ganze entsprechend auch weiterentwickelt. Wir haben auch immer mal wieder versucht, auch neue Wege zu gehen. Wir machen das ganz aktuell mit so einem Thema wie Instagram, was wir jetzt ausprobieren seit 4 Monaten, sodass wir also immer wieder schauen, was gibt es für neue Plattformen, sind die für uns interessant oder relevant. Und wir haben eben gesagt, dass gerade das Thema mobile Kommunikation, Kommunikation mit mobilen Endgeräten für uns ein spannendes ist. Wir haben uns beispielsweise auch Pinterest angeschaut, ob das für uns kommunikativ eine Rolle spielen könnte. Bei Pinterest ist es allerdings so, dass die Hauptnutzung in Amerika stattfindet und dann auch noch zum überwiegenden Teil weibliche Nutzer. Und dann ist es eben für ein Unternehmen, was sich mit deutscher Steuersoftware beschäftigt und der überwiegende Teil der Steuerberater eben männlich ist, einfach nichts, wo wir sagen, das ist für uns interessant und relevant, da wollen wir ganz gerne den Schritt gehen. Was es aber eben zeigen soll, ist, dass wir immer offen sind, dass wir versuchen schon, eben neue Plattformen für uns zu identifizieren und dass es natürlich auch Zeit braucht, das ist ganz klar. Und wir haben beispielsweise auch Plattformen drauf wie Mr. Wong, wo wir uns irgendwann mal entschieden haben, dass es sinnvoll ist, dort aktiv zu sein. Nutzen wir mittlerweile überhaupt nicht mehr. Und in der Tat ist es mittlerweile auch so, dass wir bei Flickr überlegen, ob wir unsere Präsenz dort entsprechend aufgeben und das über andere Plattformen dann abdecken. Das nächste Schaubild, das erschlägt einen immer so ein bisschen, aber sowas braucht man einfach in einem großen Unternehmen wie DATEV, weil man dann immer seinem Chef und der dann seinen Chefs und sowas erklären muss, was soll das eigentlich alles und wie sieht das Ganze eigentlich hier aus und was wirkt da wie zusammen und welche Plattform haben wir überhaupt alle. Was es eigentlich zeigen soll, ist letztendlich, dass wir uns bemühen, alle unsere Social-Media-Plattformen miteinander zu vernetzen.
Dass wir also sowohl sagen, okay, wir greifen einfach mal Aspekte aus der Xing-Gruppe auf, schreiben darüber einen Blogbeitrag, den wir entsprechend dann auf unseren Kanälen wie Facebook, Google Plus publizieren, vielleicht noch ein weiterführendes Experteninterview auf YouTube, sodass wir letzten Endes tatsächlich alle Inhalte entsprechend zielgruppenspezifisch und plattformspezifisch darstellen können und eben diese Vernetzung unter den einzelnen Plattformen gewährleisten können. Und was man eben auch ganz gut sieht an dem Schaubild ist, dass wir die Corporate Blogs in die Mitte gesetzt haben. Aus unserer Sicht sind Corporate Blogs tatsächlich das Zentrum unserer Social Media Landschaft. Und warum ist das Ganze so? Zum einen ist es so, weil 2012 das Jahr der Blogs ist. Sascha Lobo hat das propagiert und da haben wir uns gesagt, natürlich, dann machen wir das auch so. Wenn das so ein Guru sagt, dann muss das ja wohl sinnvoll sein. Und dann machen wir das auch so. Das ist von seinem Vortrag auf der Republika diesen Jahres. Natürlich hat es auch ganz gerne noch einen ernsten Hintergrund. Das eine ist ein ganz aktueller Grund beispielsweise, einfach nur als Beispiel. Das sind unsere Facebook-Reichweitenzahlen. Und ihr seht da alle diesen Knick, den es da gab, so irgendwann zwischen den 20., 21., 22. September rum. Und es ist eben so, dass Facebook an dem Algorithmus geschraubt hat, wie viele Posts oder wie groß die Reichweite der Posts ist auf Facebook für unsere Fans. Und die haben das eben entsprechend einfach ein Stück weit verändert. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass die monetarisieren wollen, dass sie an die Börse gegangen sind, die müssen Geld verdienen und wollen das unter anderem eben dadurch tun, dass Unternehmen wie DATEV Geld dafür bezahlen, dass einfach die Visibilität der Posts entsprechend steigt. Was ihr hier sehen könnt, ist letztendlich, dass wir also an Reichweite, obwohl wir mehr Fans gewonnen haben, an Reichweite ungefähr 30% verloren haben. Und so macht man sich eben entsprechend abhängig von Plattformen wie Facebook. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Gründe. Man könnte natürlich auch sagen, okay, DATEV hat ja schon eine Corporate Website, die läuft gut, die rankt super bei Google, die wird gut gefunden, es sind viele Inhalte drauf, aber warum trotzdem einen Blog? Und da ist eben ein Thema natürlich das Thema Transparenz und Authentizität. Man kann ja auf dem Blog ganz anders schreiben, man kann ganz anders agieren als auf der Corporate Website. Es ist ganz klar, dass die Sprache beispielsweise, wie sie auf der DATEV.de stattfindet, ganz anders ist, als es beispielsweise im Blog ist. Im Blog schreiben wir sehr, sehr subjektiv und auch persönlich gefärbt und jeder soll auch seinen eigenen Stil entsprechend rüberbringen. Wir haben auch die Möglichkeit, die Menschen zu zeigen, weil hinter jedem Artikel steht eben entsprechend ein Autor, der auf dem DATEV-Blog aktiv ist. Und das ist eben, wie ich vorhin schon sagte, es kann der Vorstand sein, das sind Trainees und Auszubildende, das sind eben Kollegen aus dem Personalbereich, das sind wir Online-Redakteure. Und so suchen wir einfach sukzessive so ein Netz an Redakteuren für die Blogs und die zeigen dann letztendlich, was DATEV ausmacht und wofür DATEV steht. Ein weiterer Punkt ist das Thema Echtzeitkommunikation. Wir werden uns große Mühe geben. Heute Abend ist der Event, morgen früh wollen wir entsprechend einen Blogbeitrag dazu online stellen, zu dem Webmontag hier. Und das funktioniert natürlich bei vielen Events, es funktioniert aber vor allen Dingen auch im Krisenfall, weil wir einfach wahnsinnig schnell reagieren können, wir die Blogs auch über Freigabegrenzen hinweg, weil wir ganz, ganz flache Hierarchien haben, was die Freigabe von Artikeln angeht. All das können wir hier tun. Dann gibt es natürlich einfach solche Punkte wie Interaktion. Ich kann entsprechend auch mit unseren Lesern interagieren. Wenn die Kommentare hinterlassen, kann ich darauf reagieren und entsprechend auch meine Meinung zu dem Thema abgeben. Wir haben das Thema virale Verbreitung. Ihr kennt alle den Button unten, den Facebook-Teilen-Button oder Facebook-Empfehlen-Button. Den haben wir natürlich auch drin. Und das gilt auch entsprechend für Twitter und Xing und Google+. Und es ist eben das Thema Suchmaschinen. Darüber habe ich schon gesprochen. Ein weiterer Vorteil ist einfach, im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken, dass die Daten bei uns auf eigenen Servern liegen. Wenn ich mir überlege beispielsweise, wir hätten einen Auftritt bei StudiVZ oder irgend sowas und wir haben da wahnsinnig viel Geld reingesteckt, wahnsinnig viel Fans aufgebaut, ich weiß keine Ahnung, wie das damals da hieß, und plötzlich sind die pleite und alle Daten sind weg. Alle Daten sind entsprechend verloren, ich habe Energie reingesteckt, Zeit reingesteckt, Geld reingesteckt und das kann eben auf einer eigenen Plattform nicht passieren. Ich habe auch allgemein keine Abhängigkeiten. Ich bin nicht abhängig von so einer Entscheidung wie von Facebook gerade, einfach den Algorithmus zu ändern und deswegen die Visibilität zu verlieren gegenüber meinen Fans. Ich kann natürlich auch die grafische Gestaltung komplett frei machen. Natürlich bieten all diese Plattformen, sei es Twitter, YouTube, Facebook, immer die Möglichkeit, auch das Profil zu personalisieren, das Profil anzupassen an die Corporate Identity. Allerdings ganz frei ist man nichtsdestotrotz nicht. Auf einem eigenen Blog habe ich auch die Möglichkeit, den Etikett selber festzulegen, auch die AGBs festzulegen. Wir waren letztens auf einem Kongress, da wurde gesagt, dass wenn man als Facebook-Seite den Facebook-AGBs zustimmt, dann darf das eigentlich nur der Vorstand machen, weil die AGBs so krass sind juristisch, dass das sonst gar nicht funktionieren würde. Haben wir nicht gemacht und hoffen, dass es auch trotzdem passt. Und es gibt natürlich immer den großen Aspekt oder den großen Vorteil, dass Diskussionen bei mir selbst stattfinden. Die verlaufen sich nicht mehr irgendwo im Netz oder so, sondern ich kann die Diskussion aus dem Netz rausholen, auch im Krisenfall oder wenn irgendwo diskutiert wird ein Thema und kann das Thema einfach an mich ranziehen, dann ist es auf meiner Plattform, dort kann ich viel besser agieren, da kann ich
kann ich als Experte auftreten und es ist für mich viel leichter, die Kommunikation zu steuern. Und ganz konkret, wir hatten schon seit 2007 einen Azubi-Blog, den haben wir auf der datev.de integriert, hatten seit 2010 haben wir einen Datev-Blog gehabt, den hatten wir immer zur CeBIT als Tool der Messekommunikation. Und eine meiner ersten Aufgaben letzten Endes war es aber mal zu überlegen, was kann man darüber hinaus machen. Und da sind wir natürlich relativ schnell drauf gekommen, ja, warum machen wir das immer nur zur CeBIT, den Datev-Blog, warum machen wir den nicht einfach weiter? Und das haben wir dann auch getan und haben uns mal so ein bisschen angeschaut, was hat Datev eigentlich so für Zielgruppen? Und die sind eben recht heterogen. Wir haben einmal unsere Mitglieder, das sind eben Steuerberater und Co. Wir haben dann Auszubildende, Studenten und Arbeitssuchende, also klassisch den Karrierebereich. Und wir haben dann die Mandanten unserer Mitglieder, Unternehmer. Und die sind einfach wahnsinnig heterogen. Ihr könnt euch vorstellen, die Schüler und Studenten, die kann ich duzen, da kann ich ganz anders sprechen. So ein Steuerberater, das ist schwierig. Den kann ich nicht einfach duzen. Die haben auch ganz andere Themen natürlich, die wir da auch entsprechend adressieren müssen. Und deswegen war die Entscheidung natürlich ganz zwangsläufig, dass wir drei verschiedene Blogs machen. Den Datev-Blog eben für unsere Mitglieder, den Trialog-Unternehmer-Blog für die Mandanten der Mitglieder, den Karriere-Blog für die jüngeren Zielgruppen und dann haben wir noch natürlich eine integrierte Website gemacht, wo man auf alle Informationen gleichzeitig zugreifen kann. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben uns halt natürlich auch mit Unterstützung von einer Agentur aus München sind wir rangegangen, haben ein Layout entwickelt für die verschiedenen Blogs, wir haben uns Strukturen festgelegt, wir haben Funktionalitäten festgelegt, die uns wichtig waren. Wir haben gesagt, was für multimediale Inhalte wollen wir zulassen. Wir haben uns für ein technisches System entschieden. Bei uns ist das WordPress, was wir nutzen, weil es uns eben einen sehr einfachen Zugang ermöglicht. Sind danach auch rangegangen, wie können wir die Blogs vermarkten, weil es ist ja nicht so, ich schalte die live, schreibe ein bisschen was und wir kriegen Traffic drauf, sondern wir müssen uns natürlich schon überlegen, wie können wir die entsprechend auch bekannt machen, wie können wir die prominent machen. Da ist so ein Event wie heute natürlich eine wunderbare Möglichkeit, aber wir arbeiten dann natürlich auch an einer noch weiteren Seeding-Strategie, um einfach da auch die Awareness für die verschiedenen Blogs auch zu verbessern. Man muss ein Redaktionsteam festlegen, das ist ganz wichtig. Bei uns ist es so, dass wer bei uns Redakteur werden möchte, der soll auch regelmäßig schreiben, dass einfach auch der Leser so ein bisschen ein Gefühl bekommt dafür, was sind dessen Themen, wie ist dessen Schreibstil, dass also nicht nur einmalig mal jemand kommt und dann mal wieder schreibt und wieder nicht und dann kommt wieder ein neues, sondern es soll tatsächlich ein festes Redaktionsteam sein bei uns. Ich muss Strukturen schaffen, die dafür geeignet sind, sowohl fachlich, ich brauche also das nötige Fachwissen, wie schreibe ich eigentlich einen Blogartikel, dass ich da nicht zu lang schreibe, solche Dinge. Ich muss zeitliche Strukturen schaffen, es dauert einfach einen Moment, so einen Artikel zu schreiben, auch wenn ich sage, okay, ich mache nur ein paar Fotos hier heute Abend und stelle morgen eine Galerie online mit einem kurzen Text, aber auch das kostet Zeit und ich muss natürlich technische Infrastrukturen schaffen, die es auch den Mitarbeitern bei Datev eben ermöglichen, auf WordPress beispielsweise zuzugreifen, weil ihr euch sicherlich vorstellen könnt, bei uns ist es nicht ganz so leicht, immer Zugang zum Internet zu haben, weil einfach das Thema Datenschutz, Compliance für Datev ein wahnsinnig wichtiges ist. Und ich muss natürlich dann den initialen Redaktionsplan erarbeiten, den ich dann auch umsetze. Im Regelbetrieb ist es jetzt bei uns so, wir haben alle 4 Wochen eine Redaktionssitzung, da treffen sich die Redakteure, die haben dann aus den verschiedenen Bereichen ihre Themen gesammelt, ob das die PR ist oder die Veranstaltungsleute oder die interne Kommunikation. Dann kommt man zusammen, jeder stellt das vor und dann wird darüber diskutiert, ist es sinnvoll, sollte man da was machen oder ist es eher nicht so interessant und relevant für die Zielgruppe. Wenn wir dann sagen, ja, das passt, dann überlegen wir uns, was für ein Medium wollen wir nutzen. Wo wir das Ganze textuell machen, wo wir das Ganze über Audio machen und mit Soundcloud-Integration, solche Geschichten, wo wir ein Video erstellen. Wir haben eine Kollegin, die sich nur um das Thema Video bei uns kümmert, weil wir auch merken, dass es eben ein sehr, sehr wichtiges Thema wird. Und dann ist es natürlich am Ende vom Tag so, dass wir es auch monitoren müssen. Wir müssen also schauen, wie erfolgreich sind die Blogs, was können wir verbessern, welche Artikel waren erfolgreich. Und wir müssen natürlich auch das Thema Community Management beachten. Und dann ist ja immer so die Frage, und auch die muss ich immer wieder beantworten, sind wir eigentlich erfolgreich mit den Dingen, die wir da tun, die wir geplant haben? Und das ist das Thema Return on Invest und es gibt diese Erfolgskriterien, ich habe es mal harte Faktoren genannt, das ist halt sowas wie Anzahl der Besucher, Verweildauer, Anzahl der Kommentare, prominentestes Suchbegriff etc., da nutzen wir Pivik als Tool. Und es gibt dann so die eher weicheren Faktoren, wo wir eben schauen, können wir denn das Image von Datev verändern? Können wir denn die Themen oder was für Themen werden denn mit Datev verbunden im Web? Welche Plattformen sind denn besonders interessant für Datev oder welche Plattformen interessieren sich besonders für Datev? Gibt es unter Umständen Influencer, mit denen wir in Kontakt treten sollten, mit denen sich einfach mal auszutauschen oder schauen, können wir die vielleicht auch in unsere Kommunikation mit einbeziehen? Da nutzen wir ein Tool, das nennt sich Radiant 6 und das machen wir auch zusammen mit einer Agentur. So, und dann kommt was, das ist auch immer auf diesen ganzen Social-Media-Kongressen, Content is King. Ich wollte euch nur ganz kurz zeigen,
was für Content machen wir so bei uns im DATEV-Blog, damit ihr vielleicht ein bisschen ein Gespür dafür bekommt. Geht natürlich auch immer um das Thema Unternehmensstrategie. Ganz wichtig ist bei uns im Blog, wir machen da Image-Kommunikation, das ist keine Marketing-Kommunikation, wir wollen dort nichts verkaufen, wir wollen dort keine Produktwerbung machen, sondern es geht uns darum, die Wahrnehmung von DATEV im Web zu verbessern, mit dem Themen präsent zu sein und das Image einfach zu verbessern. Wie gesagt, das Thema Unternehmensstrategie, deswegen schreiben bei uns auch die Vorstände im Blog, könnten das noch etwas häufiger tun, aber zumindest ein Anfang ist gemacht. Es geht darum, auch ungewohnte Einblicke, das ist dieses hinter die Marke schauen, die Gesichter zeigen. Das ist ein Bericht hier, wir haben einmal im Jahr so ein Schafskopfturnier, dann nimmt auch der Professor Kempf teil, unser Vorstandsvorsitzender, ist Drittletzter geworden dieses Jahr. Das sind immer so Themen, die funktionieren einfach ganz gut. Da geht natürlich um das Thema Innovation, ich meine, da geht es auch um Cloud Computing, ein Messethema gewesen, ein großes dieses Jahr. Es geht jetzt um das Live-Berichterstattung von Events, da haben wir einfach reagiert. In Hannover auf der CeBIT gab es diesen Streik des ÖPNV und da haben wir eben dann einfach entsprechend Hilfestellung gegeben, wie dann unsere Besucher trotzdem auf die Messe kommen. Es geht um das Thema Menschen, was macht das eigentlich aus, wenn DATEV beispielsweise auf der CeBIT ist, sind das ja mehr als die Leute, die man irgendwie da am Stand sieht, da geht es um den Messebauer, da geht es um die Catering-Leute, geht es um die Sicherheitsleute und all die haben wir dort entsprechend auch einfach mal vorgestellt. Es geht auch um das Thema Vernetzung mit anderen Plattformen, also wir greifen auch öfter mal Themen aus anderen Plattformen einfach raus und präsentieren die dann im Blog. Hier ist es jetzt einfach mal die aus unserer Sicht schönsten Bilder, die wir auf Instagram haben. Und es geht um das Thema Multimedia. Also wir nutzen bei uns im Blog Bilder, Texte, Videos und Ton. Und ganz kurz noch ein bisschen Statistik und dann bin ich auch schon durch, weil das vielleicht ganz interessant ist für den einen oder anderen. Es geht, wo wird gelesen? Bei uns im Blog ist es so, dass wir fast ein Drittel haben wir mobile Zugriffe auf den Blog. Das hat natürlich auch gewisse Implikationen, wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt. Wir stellen auch fest, dass die Aufenthaltsdauer im Blog über mobile Zugriffe ungefähr 50% so hoch ist wie über den Desktop-PC. Muss man sich also Gedanken darüber machen, wie strukturiert man eigentlich Artikel oder wie strukturiert man Inhalte zukünftig, weil ja die Zugriffe über mobile Endgeräte weiter zunehmen werden. Und eine ganz spannende Folie für alle Apple-Fanboys oder Google-Fanboys, das sind unsere Zugriffe. Der Apfel gegen den Rest der Welt und bei uns gewinnt ganz deutlich der Apfel. 13% ist Android, 3% andere mobile Endgeräte und der Rest ist iPhone oder iPad. Woher kommen unsere Besucher auf dem DATEV-Blog? Das eine Thema ist das Thema Suchmaschinen. Wir haben momentan einen PageRank von 5, das ist schon ganz okay für den Blog, kann sich aber noch verbessern. Und natürlich ist es, je mehr Inhalte dann auf dem Blog stehen, je relevantere Themen auf dem Blog stehen, desto stärker nimmt es auch der Anteil an Suchmaschinen zu. Und das ist auch jetzt schon so. Wir haben einen gewissen Anteil direkter Zugriffe, aber natürlich sind die anderen Webseiten, also externe Verweise, der Zugangsweg, der einfach am prominentesten ist. Und bei uns ist es eben so, dass Facebook der wichtigste Traffic-Lieferant ist für den Blog. Danach kommt auch direkt die Corporate Website. Das sollte man bei seinen Konzepten auch nicht vergessen, wenn man sich überlegt, einen Blog zu machen. Dann muss ich den trotzdem integrieren mit meinen bestehenden Kommunikationskanälen. Und bei uns ist es eben so, dass Twitter und Google Plus noch nicht die ganz so große Rolle spielen, was den Traffic angeht zunächst. Aber es sind natürlich beide auch sehr wichtig für das Thema Suchmaschinenoptimierung. Dann bin ich auch schon fertig mit meinem kurzen Vortrag. Freue mich natürlich, wenn ihr noch Fragen habt. Ich bin auch den ganzen Abend noch da. Können wir uns gerne dann auch nochmal austauschen. Vielen Dank.